Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Online, dem Spiel, wo wir nichts verstehen und es trotzdem spielen. So, wir upgraden gerade unsere Bruchbude ein bisschen, dass wir auch gleich neue Gebäude kriegen, müssen wir das hier noch upgraden, was auch immer du bist. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Was habe ich hier gebaut? Das sind Toiletten oder so, ne? Das ist eine Kryokammer. Das ist eine verdammte Kryokammer, oder? Hat er mal wieder nicht eingescannt. Ich liebe dieses Spiel. Ja, dann leck mich. Ich brauch das nicht. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Oh, guck mal. Haben wir richtig viele Quests abgeschlossen. Oh, Ressourcen. Ja, gib sie mir. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll, aber gib's her. Alter, was? Ich krieg unendlich Sachen. Oh. Okay, hier müssen wir noch was machen. Und hier müssen wir auch noch was machen. Na gut, aber ich würde sagen, wir upgraden mal den Schüssel. Zack. 2 Minuten. Hui. Stufe 7. So, wir haben Platz. Ich will Leute kaufen. Gib mir Leute. Nee, das war falsch. Shop. Die sieht aber irgendwie nicht so cool aus, ne? Hier auf dem Bild. 10. Ich glaube, ich muss mindestens Stufe 10 sein dafür. Na gut. Ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt. Ich hätte schwören können, man konnte hier irgendwelche Leute kaufen. Vielleicht täusche ich mich auch. Mal guck mal, wer bist du denn? Wo kommst du denn hier? Du weinst, 210 Schaden, okay. Boah, komm mal rein, Glatzi, komm mal rein. Hier kannst du direkt zum Training gehen. Hä, haben wir das nicht schon verbessert? Sind 2 Minuten schon um? Ah, wir können um die Gebäude hin und her tauschen. Ah. Okay, man kann hier tatsächlich umstellen. Ich will hier nichts umstellen, hier raus. So, ja, quatsch mich voll. Finde ich auch. Du sagst es, mein Freund, du sprichst mir aus der Seele. So, sehr schön. Du kommst ja jetzt Stufe 10, ne? Auf welcher Stufe seid ihr alle? Okay, ihr seid schon 10. Gut, das war mir nicht mehr bewusst, auf welchem Level wir waren. Aber ich würde sagen, solange wir noch die Möglichkeit haben, ich würde ehrlich gesagt gerne wissen, auf welchen Stand du kommst, 210. Ich würde halt gerne wissen, wie stark der wird. Können wir das hier noch verbessern? Ja, nice. Verbessern wir das hier mal. Das Radiostudio muss ja für irgendwas gut sein. Und wir haben immer noch kein bisschen Wasser. Vielleicht sollten wir uns erstmal darum kümmern, dass wir, keine Ahnung, Wasser haben. Wir können jetzt noch ein zweites Dinner aufbauen. Fahrstühle können wir jetzt nochmal 4 bauen. Und nochmal eine Wohneinrichtung. Ah, ich habe mir eigentlich mehr erhofft, dass wir mehr bauen können. Ich meine, ich brauche das ja auch gar nicht, ne? Ah, weißt du was? Ach. Ich baue ja schon gerade. Vergessen. Also was wir bauen, einfach das Zeug und denken uns nichts dabei und sagen uns, ja gut. Geschenkt. So, bauen wir es mal hier hin. Wir können es ja später immer noch tauschen, ne? Wir tauschen die beiden gleich aus und dann ist gut.
Dann machen wir uns auch keinen Stress. Ach, das sind die Sachen, die wir empfangen haben. Okay. Ah, wir können damit Sachen empfangen. Ah, das sind die Sachen, die wir schon gesehen haben. Okay, das ist das erste, zweite und das dritte. Was war das hier nochmal? Ach, wie wir rausgehen, ne? Oh, wie wir ein Abenteuer erleben. Und das müssten die Funksprüche sein. Ja. Plus Nachricht. Ah, eine Quest. Wir haben eine Quest bekommen. Jetzt verstehe ich. Was möchtest du denn von mir? Sag mal an. Ja, wir entdecken hier jeden Tag was Neues. Shelter Radio hören das Ödland in verschiedenen Teilen der Welt. Und von diesen Wellen fand einige könnten weitergehen. Kabelveranstaltung. Ja, verstehe ich. 1:1. Gucken wir einfach mal, was das ist. Lassen wir uns mal überraschen. Zerstöre eine tote Kralle im Checkpoint Concord Church. Ja, da wollten wir hin. Und da ist eine versteckte Kralle. Was ist das denn? Achso, meine Quest allgemein. Ja gut. Ja, da wollten wir doch eh hin. Ich wollte halt nur vorher mal gucken, wie stark du wirst. Nicht besonders. Aber ich denke, du wirst da... Ne, minus 80. Ja, geh doch dahin. Cool. Mehr Kronkorken für uns. Und dann sollten wir auf jeden Fall mal Gebäude tauschen. Und zwar du dahin. Ja, komm. Flucht. Hätte ich das speichern sollen? Ey, ich hätte das speichern sollen. Gut, nochmal von vorn. Zack, zack. Und dann speichern. So, ich würde euch gerne jetzt verbinden. Achso, du bist schon Stufe 2. Ja gut, dann. So. Waren wir denn auch noch Stufe 2? Na, guck mal, da steht was geschrieben. Hallo. Hallo. Also, ich muss okay drücken, ja. Hallo. Hallo. E-Beams. E-Zero. Meint ihr, die verstehen das? Es wird lustig, wenn da gerade irgendwo auch noch so ein Deutscher rumhängt. Was schreibt denn der so? Oh, ist das lustig. Das gefällt mir. Oh. Sind Sie eine Testnummer, Chef? Ja. Ich bin eine Testnummer. Verratet mich nicht, Leute. Oh! Stufe 8. Naja, bin ich rausgekickt aus dem Game. Das wäre doch das Beste, Alter. Ja, was ist hier los? Oh, da hängt noch jemand dran. Cool. Auch 210. Ist eine Köchin. Perfekt, wir brauchen eine Köchin. Komm rein, du wirst trainiert. Was haben die anderen denn geschrieben? Es sind anscheinend nicht wirklich viele online. Gut, die Frage ist jetzt noch... Wie spät ist es da hinten? Alexa, wie spät ist es in Tokio? In Tokio ist es Dienstag um 16.56 Uhr. Ja Mensch, wo sind denn die Leute dann? Anscheinend ist das nicht sehr beliebt. Oh, noch eine Quest. Habe ich abgeschlossen anscheinend. So wie das. Ah, Radioquest. So. Das hier müsste die neue sein, ne? Unsere Bewohnerin Simone hat von der East Concord Wilderness gehört. Radio, sie denkt, unser Schutz sollte für die Bewohner des Ödlands sein. Tu etwas.
Geht noch nicht. Na gut, dann nicht. Erstmal ein paar Kronkorken abstauben. So, gut. Er wird sagen, wir haben jetzt schon fast 10 Minuten mit Quatschen verbracht. Gehen wir einfach mal auf eine Mission. Und zwar in die Kirche. Jawohl. So. Ich weiß nicht, was ich mit den anderen Leuten machen soll. Ich könnte eigentlich noch die Waffen von dem... Nein. Von dem verbessern, ne? Aber wir kommen ja hier klar. Wir kommen derzeit noch klar, wir müssen nichts verbessern. Komm, gehen wir einfach rein. Ich weiß ja nicht, ob ich die behalten möchte. Wir kriegen höchstwahrscheinlich noch andere Charaktere und es wäre doof, die Ressourcen jetzt schon zu verschwenden. Die Todeskralle finden. Weil wenn die uns platt macht, ist das natürlich blöd. Ist auf jeden Fall eine versteckte Todeskralle. Aber es könnte auch dieses Symbol damit gemeint sein. Das heißt, ein versteckter Gegner. Die Ebene mit dem Red Dead Claw Logo ist das Monster. Führer, und bitte vor dem Krieg sei vorbereitet. Ich werde versuchen. Wir müssen natürlich auch in die Gebäude irgendwie reinschauen. Okay, gehen wir runter. Zuerst das erste Stockwerk. Und dann gucken wir weiter. Okay, wir haben da ein paar Red-verseuchte Sachen. Da haben wir normale Gegner. Ne, doch nicht. Auch Red-verseucht. Aber ich find's toll, dass es hier so eine verschiedene Anzahl an Gegnern gibt. Hätten sie auch updaten können in Fallout, ganz normal. Wie sind wir eigentlich mit zu viert? Achso, die andere gehörte zur Mission, ne? Ja, wir haben ja Heilung und alles, also... Wir dürften hier ganz gut zurechtkommen. Die Kakerlake wird erstmal weggesnipert. Und dann beiß mal hier, genau, den Verseuchten. Ist immer eine gute Idee, den Verseuchten zu beißen. Sehr schön. Die Heilung sparen wir uns mal auf. Ein Redway wäre mir ein bisschen hilfreicher gewesen. Könnte noch problematisch werden mit dem Red. Aber hier muss doch Redway geben, wenn es die verseuchten Leute gibt. Einfach mal direkt snipern. So, komm. So, und wir haben, denke ich mal, auch genug Leben verloren, um uns einmal ganz kurz zu heilen. Ah, das gefällt mir gar nicht. Erstmal schön betäuben. Komm, beiß zu. Lass ihn bluten, die Sau. Nein, wieso kannst du nicht jemand anderen anvisieren? Wieso kann ich nicht sagen, ey, komm, mach deine Ulti auf den? Das fehlt mir so ein bisschen bei dem Spiel. Ein Red Away, perfekt. Oh. Und dann heilen wir dich direkt. Ich könnte es auch erstmal so versuchen, oder? Es ist mir zu riskant. Wenn der abnippelt, haben wir ein Problem. Das ist unser stärkster Mann. Und ich glaube, die Gegner wissen das auch. Deswegen greifen die ihn an. Okay, da gibt es gratis Loot. Das nehme ich gerne. Bisschen Strom. Da hinten ist ja nichts mehr, ne? Ah doch, da ist ein Gebäude. Huch. Du bist Mr. Oberpro? Ja gut, die Heilung war direkt aktiv. Ah, konnte man nicht riechen. Ja, lass ihn bluten. Und dann direkt einen Sniper-Schuss hinterher. Und ich brenne ein bisschen, deswegen heile ich mal. Ja! Heil ihn! Oh Gott! Erstmal abnippeln! Mach was! Schnell! Ah! Gib mir den Stimpack, wenn du tot bist! Sniper die Sau weg! Gib mir den Stim. Wow. Oh mein Gott, ich hab's nicht gesehen. Kann man nicht weiter rauszoomen? Ich glaube, dafür bräuchte ich eine zweite Maus, ne? So, was ist denn das?
Ich glaube, das war ausweichen, oder? Hat eine starke Beständigkeit gegen Strahlung. Wirkung. Auch nach Infektion von Abfall, Bodenlegende kann schwimmen, Lichtmeer. Das gesamte Team ist völlig immun gegen Strahlung, wird aber die vorhandene Strahlung nicht löschen. Ja, gut. Aber ich meine, hier habe ich mich ja schon geheilt, ne? Also ist es nicht. Ja, es war ein Fehler, den Typen zu heilen. Habe ich jetzt auch erkannt. So, da geht's auf jeden Fall runter. Ja, scheiße, Mann. Hätten wir doch mal die Waffen verbessert. Mal gucken, wie es sich auswirkt, wenn man mit dem Team verliert. Gucken wir erstmal hier in die Gegend rein, hier. Ach, guck mal. Alles klar, es gibt verstrahlte Gebiete. Der Raum mit grünem Rauch wird direkt Strahlung an das Expeditionsteam verursachen. Dieser Abfall, der Markt versteckte Immunstrahlung-Serum. Schauen Sie genau hin. Ja, gut. Wir sollten das Serum finden. Wir haben es auch gefunden. Es ist also sehr, sehr wichtig, sich umzuschauen. Na, ich bin immun gegen Strahlung, also von daher, ihr könnt mich mal. Dann gehen wir nochmal hier rüber. Den Obermotz haben wir jetzt besiegt, ne? Oh. Muss ich dafür irgendwo anders hingehen, wo keine Strahlung ist? Ich will mich heilen. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Es ist ein Medikit zum Wiederbeleben. Okay, Mr. Todeskralle. Jetzt bist du fällig, mein Freund. Ich kann wiederbeleben. Ich vermute es. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber wir tun einfach mal so, als wäre das Wiederbeleben. Zack, komm. Kipp einfach rum. Erstmal Blutungsschaden. Ja, so viel Leben hat er gar nicht, ne? Heilung, Heilung, schnell! Ha! Oh, okay. Ja, wiederbeleben, los! Junge! Ich dachte, es wäre wiederbeleben. Oder muss ich den da wohin ziehen? Ach, beiß ihn, komm. Ist eh gleich vorbei. Wir kriegen den noch so. Ach, wiederbeleben geht nur außerhalb des Kampfes. Hm. Da war doch ein Raum. Egal, Todeskralle ist tot. 0 von 1? Was ist das? Wieso habe ich das nicht bekommen? Holen Sie die Brust. Ja, hätte ich gern. Ich wäre gern noch in diesen Raum gegangen, aber durfte ich anscheinend nicht. Aber wahrscheinlich konnte man hinten rum, ne? Ist ja auch egal. Können wir mittlerweile andere Schwierigkeitsstufen wählen? Nö. So. Schalten wir das hier erstmal frei. Wir haben ein neues Gebiet unlocked. Da ist aber irgendwie nichts. Ein bisschen traurig ist das schon. Ja. Mal gucken, vielleicht müssen wir erstmal was Neues bekommen. Gehen wir erstmal zurück. So, erstmal die Quest abschließen. 10 Nuka-Colas nehme ich gerne. Und da können wir immer noch nicht hin, ne? So, wir müssen diese Quest hier abschließen, um weiterzukommen. Und dafür müssen wir tun. Jetzt ist die Zeit, Abfall in Schatz zu verwandeln. Upgrade. Ah, wir müssen auf jeden Fall noch upgraden. Zu kämpfen die Ausrüstung des Teams, sodass sie mit dem größeren Weih im Ödland umgehen können. Ich verstehe. Dann wird erst mehr freigeschaltet. So. Hat 6 Stücke von 7 Leveln von Waffe und Ausrüstung.
Okay, das heißt, einen muss ich noch verbessern, oder was? Sehe ich das so? Ja, komm. Du bist hier eh unser Pro. Was kann man hier nur im Shop machen? Wie war das? Erstmal wechseln. Ah, hier. Dann verbessern wir noch seine Standardwaffe. Und seine Rüstung. So. Ey, ich hab gedit. Ich hab getan. Was wollt ihr von mir? Ey. Mit 6 Stück von 7 Waffen und Ausrüstung. Ich verstehe nicht ganz, was die von mir wollen. Okay, jetzt ist der Wendeabfall in Schatz. Wenn rüste sie unseren Kampfkaderausrüstung, sodass sie mit mehr Prestige in der Einöde zu bewältigen Bedrohung. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich vielleicht noch jemand anderen upgraden soll. Ich meine, Hundi kann man gerne upgraden. Huch. Ja, machen wir hier alles auf 3. Was soll's. Oder ich soll auf 7 upgraden. Oder 6 oder 7. Das kann sein. Hier, guck mal. Ah, ich hab's gefunden. Oh. Cooler Junge. Aber wie komme ich da ran? Ich glaube, die sind eh zu teuer, ne? Ja, die wären ja auf meinem Stand. SR. Was? Was willst du von mir? Was heißt das? Benötigt Level 10, habe ich so ein Gefühl, ne? Wo ist mein Übersetzungsding? Übersetzung? Ja, gut. Ich habe die, glaube ich, geschlossen. Ich muss sie jetzt öffnen. Aber die Folge ist eh vorbei, Freunde. Ich habe schon viel zu lange gemacht. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann klären wir dieses Rätsel auf, was zum Teufel hier abgeht. Haut rein, euer Zero. Tschüss.